Mic on. Mic feedback on. Leitstelle des EMS, Benjamin Gross am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Like hier, Sie hatten mich angerufen. Ja, hallöchen. Warst du gestern zufällig außer Haus, Jules? Ich bin die letzten 2 Tage nicht außer Haus gewesen. Wieso, was ist los? Magst du bitte mal ins EMS kommen? Ja. Ich möchte das ungern am Telefon erzählen. Okay, bis gleich. Bis gleich. Hallo? Sag mir, dass das, was ich auf Schnatter gesehen habe, nicht stimmt. Was hast du auf Schnatter gesehen? Du dürftest uns gleich mal zurück. Ich bin gerade auf dem Weg zum EMS. Ich melde mich gleich nochmal bei dir, oder wie? Bitte? Ich bin bei Schnatter unterwegs. Hast du dein Telefon gecheckt oder so? Ja. Oh fuck. Hast du ein paar Anrufe gehabt? Nicht mehr als sonst so. Also ja, vom EMS halt eben so. Und deswegen habe ich gerade zurückgerufen und meinte, ich soll herkommen.
Hast du, Moment. Bist du gerade alleine unterwegs? Ja. Wo bist du gerade? Na, am EMS komme ich gerade an. Dann. Oh, geh noch nicht rein. Geh bitte noch nicht rein. Was ist denn los? Ja, geh einfach noch nicht rein. Warte kurz, ich komme da sofort hin. Warte am besten, keine Ahnung, vor der Tür oder so. Ja, okay. Okay? Ja. Okay. Ich bin sofort da. Ich nochmal, wo bist denn du? Hier am Seiteneingang. Seiteneingang. Nee, du bist auf der anderen. Nee, kannst wieder reinkommen. Ich stehe da, wo dieser komische Leichenwagen gerade angekommen ist. Ich bin schon drin. Okay. Ja, dann ich leg auf. Hallo. Lass dich drücken. Geh erstmal. Also du hast jetzt hier einen Termin, ne? Ja, die meinten, ich soll herkommen. Okay, ich komm einfach mal mit. Was ist denn los? Ein wunderschön. Hallo. Geht um deinen Bruder. Ja, was ist mit meinem Bruder? Der hat mir geschrieben, er ist die nächsten 2 Wochen im Urlaub. Nochmal kurze Abklärung, Nefi ist dein Bruder, ne? Ja. Okay. Der hatte gestern einen Unfall, wurde von uns im EMS eingeliefert, wurde auch operiert und ist leider trotzdem seinen Verletzungen erlegen. Doch, leider schon. Tut mir leid. Er hat gesagt, er ist im Urlaub. 20.36 Uhr hat er mir geschrieben, er ist für 2 Wochen im Urlaub. Dem ist leider nicht so. Wie gesagt, die Kollegen haben ihn gestern noch versucht zu behandeln. Nein. Ich weiß nicht, ob du gestern versucht wurdest zu erreichen, aber da du nicht außer Haus warst. Möchtest du zu ihm? Das ist nicht wahr. Leider ja. Kann ich irgendwas für dich tun? Irgendwen anrufen? Wen denn? Keine Ahnung. Einen deiner Notfallkontakte, irgendein Freund. Mein Bruder ist mein Notfall.
Das Taxi hat einer ein Taxi bestellt. Jules, alles in Ordnung? Nicht, dass ich wüsste. Die Luft holen. Was ist los? Was ist los? Baby? Hm? Was ist passiert? Guck. Ich. Möchtest du nach hinten zu ihm, Jules? Ja. Stehen wir mal auf. Das kann ich dir gleich gern sagen hinten. Da muss ich mal die Akte raussuchen. Und vor allem wo und wann wurde er gefunden? Wenn er mir sagt, er fährt in Urlaub. Kann ich dir gleich alles sagen, da muss ich die Akte für aufrufen. So. Der war andere Seite. Da hinten. Mic off. Mic feedback off. Also. Mic on. Mic feedback on. Ja, Moment. Ich guck kurz ins RTW-Protokoll. Der hier gewesen sein. Halt am ehesten hin. Wo ist das? Also, dein Bruder wurde wohl bei 703 gefunden, gegenüber von der Eisenmine. Vom Steinbruch ist es ja. Und wurde dann halt hierher transportiert. Dann wurde festgestellt, dass ein paar Rippen gebrochen waren. Sowie starke Prellung und ein Bruch am Oberarm. Und der linke Lungenflügel punktiert war. Aber außerdem er wurde gefunden, was heißt das? So, hatte er einen Autounfall oder was war los? Also in dem RTW-Dokument steht nur, dass er bei 703 gefunden wurde und bewusstlos. Da steht nichts vom Autounfall oder ähnliches. Also hatte er kein Auto dabei oder was? Scheinbar nicht. Ich weiß nicht, ob da irgend... Ich war gestern Abend leider selbst nicht im Dienst. Ich hab's nicht mitgekriegt. Wer hat ihn gefunden? Gute Frage. Das weiß ich nicht. Und was ist bei den Verletzungen? Warum? Ja, warte. Jetzt muss ich wieder darauf. Genau, die Kollegen haben ihn dann logischerweise nochmal geröntgt und Bodycheck gemacht und haben dann eine OP für nötig gehalten. Haben ihn intubiert nach einer Narkose und dabei hat er wohl mehrmals schon hat sein Herz ausgesetzt.
musste wohl dreimal geschockt und zwei Adrenalin-Pens benutzt werden. Und letztendlich wurde nach einer Reanimation von 20 Minuten weitere Maßnahmen eingestellt. Weil nach einer Viertelstunde das Gehirn leider nicht ausreichend Sauerstoff bekommen hätte, um überhaupt noch irgendwie funktionieren. Lässt du mich kurz mit ihm allein? Aber natürlich. Wenn was... Ich rufe die Länge an. Thank you.
Mic off. Mic feedback off.
Mic on. Mic feedback on. Mic off. Mic feedback off. Mic on. Mic feedback on. Ja, da kann man es auch nicht finden.
Jules, hat schon jemand mit dir geredet? Nur, dass er in der Nähe vom Steinbruch gefunden worden ist, ja. Und dass sie ihn nicht mehr wieder im Leben konnten, nach mehreren Versuchen. Oh. Aber er hat mir geschrieben, dass er in Urlaub fährt. Was hat er dazu das hat er allen geschrieben. Er hat mir ich habe gestern noch mit ihm telefoniert. Und ja, hat halt geschrieben, dass er für 2 Wochen in Urlaub will und er nur Bescheid sagen wollte. Was hat er denn zu mir gesagt, wenn ihr noch telefoniert habt? Ich hatte ihn geschrieben, weil ja gestern die Eröffnung war und ich hatte ihn halt eingeladen. Und er meinte ja, er würde wohl noch vorbeischauen wollen. Und daraufhin kam dann nur eine SMS mit Hey und ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass ich für 2 Wochen in Urlaub fahre, nur dass du Bescheid weißt. Ein Telefonat hat er nicht großartig viel gesagt, nur irgendwie, dass irgendwas wieder mit der Fahrschule war, dass er sich irgendwie den Arsch aufgerissen hat und gemacht und getan hat und einen Tag nicht da war und irgendwie wieder auf keinen Verlass war. So, das war das Einzige. Also, was hat er da zu suchen? Vor allem, was passiert so? Das wissen die Medics auch nicht. Also ich habe gefragt, ob er einen Autounfall oder irgendwas hat. Nee, er wurde da bewusstlos gefunden. Nee, stopp, das stimmt nicht. Mir wurde gesagt, und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die Nefi danach geflogen haben, der muss irgendeine Schlucht 30 Meter tief gefallen sein und die gehen davon da aus, dass es... Da ist doch gar keine Schlucht, wo er gefunden worden ist. Ja, hat irgendjemand Scheiße erzählt, also das stimmt so nicht. Er sagt, der wurde bei 703 gefunden. Die haben gesagt, die gehen davon aus, dass es ein Suizid war. Bitte was? So ein Bullshit, Molly. Als wenn er sowas tun würde. Weiß man nicht. Ah, das hilft nicht. Nefi doch nicht. Urlaub, ja, von mir aus, so, weißt du, aber er macht doch nicht so eine Scheiße. Never. Ah. Das wird er nicht machen. Das wird er mir nicht antun. Vor allem kannst du mir halt auch nicht vorstellen. Nö. Wir haben im Moment auch noch andere Probleme. Aber da muss ich mit anderen Leuten reden. Er hat halt... Bullshit, wenn er sich was antun würde. So, dann wird er doch eher mit uns reden, das weißt du. So eher so ein Scheiß. Ja, das dachte ich halt auch, aber du weißt, dass du solchen Leuten gerade, weil sowas, die kündigen sowas nicht an. Du merkst es solchen Leuten. Ich will es halt auch nicht wahrhaben. Ich kann es mir halt auch nicht vorstellen. Nein. Ja, ich weiß. Er würde sowas nicht tun. Niemals. Weißt du, wer ihn gefunden hat? Mm-mm. Okay, wir müssen rauskriegen, wer ihn da gefunden hat. Ja, wir müssen mal mit den... Also angerufen hat mich Karma gestern, also die hier vom EMS. Die hat mir halt auch die Infos gegeben, weil wir beide ja nur als Notfallkontakt noch drinne standen. Und du gestern nicht erreichbar warst. Die letzten 2 Tage nicht da, was mir nicht ging. Ja, ist gut. Ich hab
Wann ist das gestern passiert? Hey. Hey. Hallo. Entschuldigung, komm her. Mann. Komm her, alles gut. Alles gut. Das tut mir so fürchterlich leid. Ach Mensch. Kannst du mir bitte was zur Beruhigung spritzen, Theresa? Natürlich. Ich hole was, okay? Ja. Mama Meter. Das sind Sachen. Jetzt beruhig dich erstmal. Wie ist das? Nein, was ist denn passiert überhaupt? Jules, du weißt, ich bin hinten dran. Ich will rausfinden, was passiert ist, ja. Wer hat ihn gefunden, Irina? Warte, ich guck, okay. Der Medic vorhin meinte, dass er irgendwo, weiß ich nicht, hier vom Steinbruch gefunden worden ist. Karma. Weiß ich nicht, er hat uns kurz vorher geschrieben, er fällt in Urlaub. So, was hat er da zu suchen? Und warum wurde er gefunden? So, wenn es kein Autounfall war. Cassidy Trail gefunden. Was? Er wurde beim Cassidy Trail gefunden. Das ist eine gute Frage. Das muss einer der Schienenwege sein, glaube ich. Der Medic vorhin meinte bei 703 irgendwo. Warte, ich gucke gerade, wo es ist. Hm. Das ist halt wieder verschiedene Aussagen. Jetzt kommt Karma, hat halt gestern gesagt, dass er irgendwo 30 Meter irgendeine Schlucht runtergefallen sein muss. Ja, der Cassidy Trail ist ein Weg westlich unter den Eisenbahnbrücken. Das ist so ein sandiger Weg im Canyon, ist das irgendwo. Rotkarte. Gab's denn irgendwelche Anzeichen? Nein, Bullshit. Er hätte sowas nie gemacht. Hm. Niemals. Wenn, dann hätte er doch mit uns geredet. So, der schreibt doch nicht, er geht in Urlaub und macht dann sowas. Na, ist schon komisch. Nee, das ist schon merkwürdig. Jetzt davon mal abgesehen, selbst wenn er das vorgehabt hätte, er hätte sich verabschiedet. Hätte auf oder hätte irgendwie. Jetzt musst du Tell so hinterlassen, ja. Ja. So, ich werde. Kannst du mir nicht erzählen, dass das Selbstmord war? Niemals. Never. Das hätte er nie gemacht, nicht nie. Mhm. Dazu ist er viel zu. Ihr kennt ihn so. Also kommt wirklich. Aber in der Gruppierung so war er nicht, ne? Also das Letzte, aber was ich von ihm gekriegt habe. Ich wurde letztens auch eingepackt und niedergeschossen. So. Aber ja, das ist tatsächlich... Also Nefi war den einen Tag bei mir in der Orient Lodge und Fischer war wohl auch da und hat Fischer ihn wohl angesprochen wegen seinem Haus. Dass er das Haus von Nefi ja gerne haben wollen würde und hat ihm im Gegenzug halt angeboten, dass er wieder zurück nach LSS kann, wenn er ihm das Haus halt überlässt. Oh. Und da hat er natürlich wieder Hoffnung geschöpft, ne? Deswegen kann ich mir halt auch nicht vorstellen, dass er fängt doch nicht zwei neue Jobs an und bringt sich dann um, ganz ehrlich. So ein Bullshit. Das macht wirklich nicht viel Sinn, das ist wahr. Hab keinen Sinn. Ich werde auf jeden Fall gucken, ob ich irgendwas finde, was auf was anderes hinweist. Okay, dann sage ich dir Bescheid. Mach bitte eine ordentliche Obduktion, sowas ist doch kein scheiß Selbstmord. Mach ich. Okay, irgendwelche Allergien, ansonsten nichts, ja. Okay, dann kriegst du jetzt erstmal einen kleinen Spritzer, ja. Zur Beruhigung. Oberarm ist okay? Ja. Okay. Kann ich mir sonst hier irgendwie ein, zwei Stunden hinlegen? Ich mag gerade natürlich, natürlich. Du bleibst auch schön hier, alles gut. Du bleibst hier, nein, okay? Nein. Du bist doch nicht allein. Wir sind auf alle Fälle für dich da. Mach dir keine Sorge. Ne? Ja. Ich schreib's so auf, okay? Das Bett nebendran ist sogar
frei. Ja, lass dich neben dran legen, wenn du magst. Ich glaub das nicht. Nein, es wird sich alles aufklären. Deswegen wollte ich nicht, dass du alleine hier reingehst. Wann wurde er eingeliefert? Wann wurde er gefunden? Warte, ich kann gucken. Weil seine SMS kam, wann hat er dir geschrieben, dass er in Urlaub geht? 20.36 Uhr hat er mir geschrieben, bin jetzt 2 Wochen oder länger im Urlaub. Also Todeszeitpunkt war 21.51 Uhr. 2023. Jules, auch wenn das gerade nicht passt, ich hatte vorhin mit Frank telefoniert wegen was anderem und der hat gesagt, weil er schon davon gehört hat, ich soll dir sein Ballad aussprechen. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Tja, also, so gut kannte ich ihn nicht, aber so eine Geschichte mit das mit sich selbst ausmachen, das würde ich ihm auch nicht zutrauen. Ja, den Anruf habe ich gekriegt, um 22.17 Uhr hat Karma mich angerufen. Hm. Er hätte dir auf alle Fälle Bescheid gesagt, er hätte sich verabschiedet, es hätte einen Brief gegeben, es hätte irgendwas getan. Ja, so tickt er nicht, so einfach so gehen. Nein, das macht er nicht. Nein. Er ist ein scheiß Like-You, Mann, als wenn wir sowas tun würden. Wir wurden anders erzogen, glaub mir. Hm. 22.25 hat Dalton mich angerufen. Und die Cops hier, oder was? Ja. Soll ich dir was holen, keine Übelkeit? Ich hätte dir jetzt Aspirinspiele gegeben. Dauert halt ein paar Minuten, bis es wirkt. Ist gut. Ich glaub, dich hinlegen, ja, ich glaube, ich lege mich jetzt einmal 1-2 Stündchen hin und. Mach das mal, ja. Genau, das ein bisschen. Sobald du Hilfe brauchst, rufst wenn du mich ist, an. Ruf an, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nicht allein, klar. Du bist nicht alleine mit der Geschichte, auf keinen Fall. Wir werden schon rausfinden, wie das passiert ist. Okay. Ich mach das, was ich kann, okay? Und ruf jederzeit an, wenn das ist, okay? Mach ich. Dann leg dich erstmal hin dran, ja. Alles klar. Soll ich dir noch irgendwas bringen? Okay. Ich war, bis du eingeschlafen bist, okay? Ich hätte das nie gemacht, Theresa. Niemals. Ja, ich verstehe es. Schon ungewöhnlich. Kannst du mir auf der Karte markieren, wo genau? Mach ich dir dann gleich, ja. Gibt's einen Unfallbericht? Na, er wurde einfach nur gefunden, weil er so irgendwo runtergestürzt ist. Das ist so ein Seitenweg. Cassidy Trail nennt man das Ding. Warte. So. Da, wo oben die Bahnbrücke ist. Ja, ich hab's dir mal. Trampelfahrt. Das ist der Cassidy Trail. Und da wurde er zwischengefunden. Mhm. Laut Bericht schon.
Er ist auch im RTW gestorben. Dann war es erst recht kein Selbstmord. Hat er irgendwelche Feinde gehabt? Ja, im Moment, da war es ja. Ich sag, ich wurde letztens auch eingepackt. Hm. Weißt du von wem? Ich weiß nur, dass es Wim sein Auto war. Er wollte mit mir noch reden. Reden. Ich hab doch die letzten Tage immer Anrufe von unterdrückten Nummern. Deswegen, mir ging's halt auch nicht so gut. Deswegen war ich auch ein bisschen in der Bude so. Ich bin für dich da, okay? Wir kriegen raus, was das gewesen ist. Wenn ihn wirklich jemand geschubst haben sollte, werde ich auf jeden Fall was finden dazu. Griffspuren und sowas, weißt du? Ich werde genau gucken, okay? Okay. Ich mach ein bisschen, ja, ist okay. Ja, schlaf ruhig ein. Wie gesagt, ich war, bis du einschläfst, okay?